Gut. Vielen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich die Möglichkeit habe, hier für die Schweiz ein paar Worte zu Open Government Data zu sagen. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Also wir von der Schweiz kommen eigentlich gern nach Österreich und ich hoffe, die Österreicher kommen auch ganz gern in die Schweiz. Das hat nichts damit zu tun, sondern eigentlich, dass es nicht ganz selbstverständlich ist, hat damit zu tun, dass die Schweiz auf der Open Government Data Landkarte der Welt, Sie können das unter Google Maps irgendwo anschauen, ein weißer Fleck ist. Es gibt keine Open Government Data Portale oder sowas in der Schweiz und das ist eigentlich der Grund, dass es überraschend ist, dass ich überhaupt hier bin. Bis in 2 Tagen, und da ändert sich das gewaltig, da wird in Zürich das erste Open Government Data Portal der Schweiz tatsächlich live geschaltet, oder? Und dann sprechen wir also quasi auf Augenhöhe. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, was in der Schweiz schon gelaufen ist und wohin wir gehen. Die Open Government Data Bewegung in der Schweiz, die hat eigentlich so vor 2 Jahren begonnen, aber letztes Jahr hat es so richtig gestartet, und zwar in Bern in unserem Bundesarchiv. Der Mann, den Sie da sehen mit der Künstlermähne, das ist unser Bundesarchivar und er ist eigentlich einer der Mentoren der Open Government Data Bewegung in der Schweiz. Und da hat er sonderbar Impressionen, das war ziemlich genau vor einem Jahr die erste Open Data Konferenz in der Schweiz mit etwa 150 Teilnehmern. Wie gesagt, im Bundesarchiv soll noch jemand sagen, dass Archive verstaubt sind. Also das Bundesarchiv in der Schweiz, ein Hotspot von Open Government Data. Und dann, das wurde bereits von Andreas Amsler in seinem Beitrag vorhin in der Session erwähnt, haben wir Parlamentarier, und zwar nationale Parlamentarier. Hier sehen Sie 3 von insgesamt 250 Parlamentarier in der Schweiz auf nationaler Ebene, und ein Teil dieser Parlamentarier hat sich zu einer parlamentarischen Gruppe digitale Nachhaltigkeit zusammengeschlossen. Das können bei uns die Parlamentarier. Ich weiß nicht genau, wie das in Österreich ist. Es gibt sehr viele dieser parlamentarischen Gruppen. Bei der Gruppe Parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit sind etwa knapp 40 Parlamentarier mit dabei und die setzen sich für Open-Source-Software in der Verwaltung ein und jetzt eben auch für Open Government Data. Diese 3 hier, das sind Mitglieder der Kerngruppe. Dass die Fotos drauf sind, hat damit zu tun, dass ich diese Folie das erste Mal letzten Herbst gemacht habe. Das war ein paar Wochen vor den nationalen Wahlen und deshalb ließ ich das auch immer ein bisschen länger stehen. Mittlerweile sind die aber alle wieder gewählt, oder? Und die haben ihre parlamentarischen Vorstöße für Open Government Data letztes Jahr eingereicht. Und die sind eigentlich noch pendent, diese parlamentarischen Vorstöße. Open Government Data ist in der Schweiz auf der politischen Agenda. Das ist so, wenn man, also vor 2 Jahren wusste eigentlich niemand, wie man Open Government Data schreibt in der Schweiz. Und plötzlich taucht es überall auf. Und das ist vor allem letztes Jahr und auch dieses Jahr geschehen. Es gab diese parlamentarischen Vorstöße, die sind eigentlich pendent. Es gibt die sogenannte ICT-Standortförderung in Zürich. Das ist ein ganzes Programm, vielleicht ähnlich wie Sie das hier in Linz haben oder in Wien. Da geht es darum, aus Zürich, aus der Stadt Zürich, einen wirklich kräftigen ICT-Standort zu machen. Und in dem Rahmen dieses Programms, das sich E-Zürich nennt, spielt Open Government Data eben eine sehr wichtige Rolle. Und im Rahmen dieses Programms wird in 2 Tagen auch dieses Open Government Data Portal eröffnet. Dann haben wir eine sogenannte Strategie des Bundesrates für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz. Das ist ein sehr komplizierter Titel für ein noch komplizierteres Dokument, aber da ist Open Government Data auch mittlerweile drin gelandet als eine der strategischen Zielsetzungen, erleichterten Zugang zu Daten und Dokumenten der Behörden zu schaffen. Und last but not least gibt es das E-Government-Programm Schweiz, wo Open Government Data auch vor 2 Monaten Eingang gefunden hat, und zwar in einem Katalog priorisierter Vorhaben. Jetzt, das tönt alles sehr gut und ist es natürlich auch auf der Agenda, aber praktische Schritte der Umsetzung sind damit eigentlich noch keine gemacht, sondern eben es ist eigentlich erst auf der Agenda. Es gibt ein paar weitere Themen, das zeigt eigentlich, dass Open Data oder Open Government Data
eigentlich alle Politik- oder gesellschaftlichen Bereiche betrifft. Es gibt praktisch keinen Bereich, wo es nicht eine Rolle spielt oder spielen wird. Und das zeigt sich an dieser kurzen Liste. Es gibt im Zusammenhang mit dem Öffentlichkeitsgesetz, ich glaube, Sie haben noch nichts Ähnliches hier in Österreich, bin ich ganz, also Informationsfreiheitsgesetz ist, glaube ich, ein Thema. Sie haben dafür sehr viel in Richtung Transparenz. Wir haben ein Öffentlichkeitsgesetz, das gibt jedem Bürger die Möglichkeit, zumindest bei den Bundesbehörden, Einsicht in amtliche Dokumente zu verlangen. Und das Problem ist eigentlich nur, dass man wissen muss, wie das bestimmte Dokument heißt, also quasi ein Catch-22. Wenn ich weiß, wie es heißt, dann kann ich Einsicht verlangen, dann kriege ich das vielleicht. Dann gibt es eine solche lange Liste von Ausnahmen, wo dann die Einsicht verweigert werden kann. Aber das ist ein anderes Thema. Um was es hier geht bei dem ersten Punkt, ist das, und das macht das Bundesarchiv wieder, sehen, das gibt der Zusammenhang, ein Index über sämtliche vorhandenen amtlichen Dokumente der Bundesverwaltung. Das nennt sich Single Point of Orientation und soll diesen Catch-22 auflösen. Das heißt, ab dann, und das ist geplant auf nächstes Jahr, wahrscheinlich eher Ende nächstes Jahr, dieses Verzeichnis aller amtlichen Dokumente der Bundesverwaltung in der Schweiz live zu schalten. Dann weiß ich mindestens, welche Dokumente es gibt und dann kann ich fragen, darf ich in dieses bestimmte Dokument Einsicht erhalten? Und dann bekomme ich es auch vielleicht. Das ist eine heikle Geschichte, weil zum Teil ist es nur schon heikel anzugeben, dass es ein bestimmtes Dokument gibt. Das schon ist eine sehr schwierige Information und darüber wäre einiges zu berichten. Single Point of Orientation. Und dann gibt es drei weitere Bereiche, wo jetzt Open Data plötzlich auftaucht, nämlich bei den Wetterdaten. Die sollen gebührenfrei werden. Die sind im Moment gebührenbehaftet, mindestens teilweise. Dann die Geodaten, da spricht man von Free Access oder auch eben Aufhebung der Gebühren für sämtliche Geobasisdaten in der Schweiz und Umweltdaten. Ich nehme an, Österreich ist auch mit dabei. Aarhus-Konvention geht es unter anderem um das Zugänglichmachen von Umweltinformationen, um die Partizipation der Öffentlichkeit an Umweltprozessen. Die Schweiz hat das unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert und das ist jetzt auch auf der politischen Agenda. Und diese Liste ließe sich weiter fortsetzen. Das ist die politische Agenda, aber wir haben in der Schweiz gesagt, gut, wir haben kein Portal, müssen wir warten, bis wir irgendetwas mit Open Data machen? Nein, eigentlich nicht, sondern wir machen jetzt einfach etwas und das ist Make Open Data und auf diese Initiative sind wir eigentlich sehr stolz. Das sind unsere Hacktivisten. Wir sprechen von Hack Days, das machen wir extra, um so vor allem gewisse Politiker und Verwaltungsangehörige zu schocken, oder? Weil die assoziieren dann natürlich damit sofort WikiLeaks und ähnliche fürchterliche Dinge ist es aber nicht. Sie sehen ganz friedliche Atmosphäre. Wir hatten über 300 Teilnehmer bereits jetzt an zwei nationalen Make Open Data Hack Days und einem lokalen Event. Und die haben über 30 Projekte entwickelt und publiziert, jeweils in zwei Tagen. Das Ganze ist live geschaltet auf der Website makeopendata.ch. Ich empfehle Ihnen einen Besuch dort und will einfach nur ganz eine kleine Rechnung machen wegen wirtschaftlichem Potenzial von Open Data. Rechnen Sie diese 300 Teilnehmer mal die zwei Tage, mal irgendeine Anzahl Stunden. Sie arbeiten meistens länger als 8 Stunden an diesen Hackdays. Nehmen Sie einen durchschnittlichen Programmieransatz und dann bekommen Sie eine Summe, so irgendeine Art Gegenwert für die Entwicklungsleistung, die da geleistet wurde und dann können wir davon mal abrechnen, ein paar 100 Franken oder Euro, fast gleich jetzt, für Pizzas und irgendwie sonst Infrastruktur und dann sehen Sie, was der Return on Investment ist für Open Data, das ist eindrücklich. Ich habe hier ein paar Beispiele, was gemacht wurde. Das Problem haben Sie vielleicht nicht in Österreich, ich weiß es nicht. Wir haben eine große Armee, die ist ein bisschen geschrumpft in den letzten 20 Jahren und hat Standorte hinterlassen, die, naja, nicht ganz sauber waren, also mit Altlasten behaftet. Diese Information wurde zugänglich gemacht, Open Data. An einem Hackday wurde eine interaktive Karte erstellt mit sämtlichen 1500 Standorten der Armee mit Altlasten drauf, die Swiss Contaminated Sites, wo man anschauen kann, wo sind die, was sind für Altlasten drauf, was müsste man machen und so weiter. Wirklich eine sehr nützliche Geschichte, in nur 2 Tagen entstanden, alles live. Dann kennen Sie sicher die Applikation der Open Knowledge Foundation, Where Does My Money Go? Wir haben eine Zürcher Version dieser Applikation,
noch vor Freischaltung des Open Government Data Portals, du willst mich abklemmen, ja, ich mache ganz kurz, wo man sieht, wie viel für einen eigenen Steuerbetrag, wie viele Sekunden man die Stadt Zürich finanziert. Die muss ich noch erwähnen, die NetApp, oder, weil die ist wichtig. Die Stadt Genf, oder, die publiziert Daten über Lärm- und Luftreinheit. Und am letzten Hackday haben Kollegen in Genf die NetApp entwickelt, die mir angibt, wenn ich hier stehe, geolokalisiert, wo ist der nächste beste Ort für einen kurzen, gesunden Schlaf, für einen Nap. Und das ist die NetApp von Genf. Ich überspringe das, Trainer, da wäre viel dazu zu sagen. Und auch das mache ich ganz gut. Es gibt nach quasi Politik und Wissensbewegung eine Open Government Data Studie, die auch am Donnerstag vorgestellt wird. Da kam die Wissenschaft zum Zug und meine eigene Firma. Und wir haben das wissenschaftlich angeschaut, Open Government Data für die Schweiz. Und wir kamen zu einem völlig überraschenden Schluss, nämlich Open Government Data lohnt sich für die Schweiz. Oder? Also das ist jetzt wissenschaftlich nachgewiesen. Sie sehen da die Argumente, ich glaube, die Uhr erspare ich Ihnen das und lade Sie ein nach Zürich zu kommen, da stellen wir das vor und ansonsten auf den diversen Websites meiner Firma oder von opendata.ca oder wo auch immer wird am Donnerstag diese Studie publiziert.